Grüße euch, liebe Zuseher. Nochmal herzlichst willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Der nächste Hund in der neuen Videoreihe, unsere Hunde. Heute geht es um die 13-jährige bulgarische Hündin, geboren auf der Straße, Antonetta, und ihrem 3-jährigen Freund, den beeindruckenden Boxer Rottweiler Mischling. Achilles würde rufen: Hält Ruhe! Ja, doch zuerst zu Antonetta. Dieses in die Jahre gekommene Mädchen wurde im Alter von etwa 4 Monaten in einem Straßengraben im Karzanlag, das ist in Bulgarien, gefunden. Als sie dort von einer bulgarischen Tierschutzorganisation aufgeglaubt wurde, wies dieses arme Mädchen schwerste Bissverletzungen und einen Bauchfellriss vor. Ja, die haben sie dann erst versorgt und mitgenommen. Doch sie hatte Glück, denn sie durfte mit einer Dame etwas später nach Österreich reisen. Zu diesem Zeitpunkt wusste sie natürlich noch nicht, dass es das Schicksal doch noch gut mit ihr meinen wird, denn etwa 6 Monate später zog sie bei Monika ein. Monika und ihre Familie leben in Salzburg, und bevor sie auf Antonetta getroffen sind, war ihnen eines klar: Es muss wieder ein Hund ins Haus. Doch da gab es ein Problem, denn während Monikas Mann eher mit Golden Retriever und Berner Sennenhund spekulierte, also die große flauschige Abteilung, hat es deren Sohn auf Husky oder Wolfshund abgesehen gehabt. Gute Wahl. Monika allerdings tendierte eher zu Ridgebacks oder Dobermänner, ebenfalls eine vorzügliche Wahl. Doch bis dato ist kein langstockhaariger, schlittenziehender Hund mit Ridge am Rücken und ausgeprägtem Wachtrieb gezüchtet worden. Also wurde der Familie rund um Monika geraten, doch ins Tierheim zu gehen, denn was die Rasse betrifft, werden sie sich nicht einig werden. Ja, das taten sie auch, und dort setzte sich schließlich Monika durch, denn als sie als auf Antonetta getroffen ist, war das Liebe auf den ersten Blick, und das beruhte auf Beiderseitigkeit. Ja, zu diesem Zeitpunkt war Antonetta etwa 1 Jahr alt. Selbstverständlich waren die Bisswunden und auch der Bauchfellriss schon verheilt. Allerdings nicht ganz die Wunden der Psyche. Doch zu diesbezüglichen Wunden, wenn man so sagen kann, Straßenhunde, Psyche, möchte ich am Ende des Videos nochmal etwas näher eingehen. Ja, also Antonetta wies stark aufkeimende Fluchtbereitschaft vor. Sie war sehr misstrauisch Fremden gegenüber, meidete diese, und oftmals, wenn sie sich in die Ecke gedrängt fühlte, konnte sie zur Attacke übergehen. Ja, Monika nahm Kontakt mit einer bekannten Hundeverhaltenstrainerin auf. Die arbeiteten intensiv an dieser Sache und bekamen viele dieser Probleme in den Griff. Antonetta hat 50 cm Schulterhöhe und ist 23 Kilo schwer, ist also ein mittelgroßes Mädchen, was aber ziemlich Eindruck schinden kann, weil sie kräftiges Gebell, überkräftige Stimme verfügt, besser gesagt. Monika ist ihre absolute Bezugsperson, obwohl Antonetta alle in der Familie liebt. Und sie hat sehr schwach ausgeprägten Spieltrieb, oftmals bei Straßenhunden oder Nachkömmlingen von Straßenhunden so, ich weiß das. Unterordnung mag sie weniger gern, obwohl sie folgsam ist, aber sie geht sehr gerne Spuren nach. Sie hält sich von Fremden und auch von Kindern fern, und fremde Hunde muss sie nicht unbedingt haben. Mit 1,5 Jahren musste ihr leider der Oberschenkelkopf total entfernt werden. Sie hatte eine schwere Hüft-OP aufgrund schwerer HD und hat somit eine Hängehüfte seitdem. Und seit diesem Zeitpunkt gibt Antonetta die Strecke und das Tempo vor, was ihr sehr entgegenkommt, wie mir Monika gesagt hat. Sie ist aber dennoch ziemlich flott unterwegs. Vor kurzem hat sie auch eine schwere Tumor-OP überstanden, ist aber jetzt wieder putzmunter und nun seit knapp 12 Jahren an der Seite von Monika, die von ihr behauptet,
der beste Hund der Welt zu sein, weil sie in ihrer Art und Weise einzigartig und fantastisch ist. Genauso soll das sein. Bravo, Monika. Und nun zum Hund des Sonnemannes. Denn der hat ja mit einem Hund gekontert. Hector. Jo, also Husky oder Wolfshund ist ja optisch etwas von diesem Boxer-Rottweiler-Mix entfernt, aber ich würde behaupten, es ist dennoch eine Top-Wahl, denn Hector ist ein fantastischer Hund, wie Sie gleich erfahren werden. Ja, Boxweiler, kennen Sie? Ich habe auch schon Roxer gehört, also keine Hunderasse, aber eine sehr beliebte Kreuzung, möchte ich mal sagen. Er ist der Sprössling einer hochläufigen Rottweiler-Hündin und eines kapitalen Boxer. Rüden. Ich sah die Eltern auf einem Bild. Wunderschöne Elterntiere. Hector hat 76 cm Schulterhöhe und ist 49 Kilo schwer. Und diese Daten garantiere ich Ihnen, liebe Zuseher. Glauben Sie mir das, denn ich kann hier recht sekant werden, wenn ich dieser Sache nachgehe. Ich bin Ihnen Fakten schuldig. Nun, woher nimmt dieser Rüde diese Schulterhöhe, denn weder Rottweiler und schon gar nicht deutscher Boxer erreichen 76 cm Schulterhöhe. Ich weiß, dass die Mutter von Hector größer war als sein Vater. Mir wurde mal von einem Züchter gesagt, dass es oft vorkommt, dass wenn die Hündin größer ist als der Rüde, deren Wurf dann im Erwachsenenalter oftmals größer ist als die Hündin. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Aber im Falle Hectors wäre es eine Bestätigung. Kann gut möglich sein. Hector ist ein Leistungspaket. Monika sagte mir, dass er über enorme Kraft und Explosivität verfügt. Beim Sprint lässt er seinen Ridgeback-Freund alt aussehen und er ist äußerst beweglich. Seine extreme Familientauglichkeit wird besonders betont. Er ist fröhlich, verspielt, verschmust, liebt die ganze Familie samt Antonetta und Katzen. Aber er hat auch eine sehr grimmige Seite an sich. Und die kommt zum Vorschein, wenn er die Familie in Gefahr bringt. Er ist ein unbestechlicher Wächter, der ausnahmslos jeden Fremden davor warnt, sein Grundstück zu betreten. Hier macht er auch fremden Hunden gegenüber keine Ausnahme, obwohl er fremden Hunden generell freundlich und verspielt begegnet. Aber das ist sein Revier und seine Familie. Braver Junge, Hector. Monika sagte mir, wenn jemand einen familientauglichen, intelligenten, fröhlichen, großen, starken, aber sensiblen Hund mit ordentlich Power sucht, Punkti, 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 Boxweiler. Für die Familie ist Hector ein Traumhund und wenn in der Früh nach dem Aufstehen alle freundlich von ihm begrüßt werden, geht die Sonne für die Familie auf. Und das finde ich absolut toll. Mein Gesamtfazit zu beiden Hunden. Zuerst mal zu Antonetta. Eine wunderschöne Hündin mit typischen Charaktereigenschaften. Typischen Charaktereigenschaften bezüglich Straßenhund. Sie ist auf der Straße geboren. Man weiß nicht, wie viele Generationen vor ihr ihre Ahnen schon auf der Straße gelebt haben. So war das auch bei meinem Hund. Zum Thema Straßenhunde. Sehr oft kommt es vor, dass diese typische Charaktereigenschaften vorweisen. Wie sie auch Antonetta zeigt, wie sie auch mein Hund zeigt. Viele dieser mir von Monika erklärten Charaktereigenschaften von Antonetta sind mir mehr als vertraut. Totales Misstrauen und Meidung von Fremden. Meidung von Kindern, schwach ausgeprägter Spieltrieb, kantiges Verhalten bei Begegnungen mit fremden Hunden, etc. etc. Fluchtbereitschaft, prüfendes Verhalten, uriges Verhalten. Das kann man diesen Hunden nicht verdenken. Schauen Sie, erinnern Sie sich zurück an die Fußball-Europameisterschaft 2012, Ukraine und Polen. Damals haben Zuständige entschlossen, die Straßen von Straßenhunden sauber zu machen, ja, um ein schöneres Stadtbild bieten zu können, speziell in Kiew und Umgebung für die Fußballfans. Ja, was wurde getan? In den 2 Jahren vor der Europameisterschaft wurden zigtausende Straßenhunde dort dahin gemetzelt. Die wurden vergiftet,
erschossen, mit Baseballschläger erschlagen und es ist bewiesen, dass diese Hunde zu Tausenden eingefangen wurden und bei lebendigem Leib in Krematorien verbrannt wurden. Ja, dass solche Hunde eine gewisse Scheu, Fluchtbereitschaft weitervererben an ihre Nachkommen, das ist ganz klar. Es gibt ja auch viele Fälle in Rumänien. Vor nicht allzu langer Zeit wurde dort ein Junge beim Überqueren beim Hinüberklettern eines Zaunes aufs Grundstück einer Person dort von den Wachhunden dieser Person getötet. Die Bevölkerung, die umliegende, gab den Straßenhunden die Schuld. Es folgte ein Gemetzel an tausenden Straßenhunden. Also die wurden dort ebenfalls erschlagen, erschossen, ja, und so weiter. Diese Hunde haben sehr oft schlechte Erfahrungen mit Menschen gemacht. Sehr, sehr oft schlechte Erfahrungen mit Menschen gemacht und geben ihre Scheu, ihre Fluchtbereitschaft, ihre Vorsicht, ihr prüfendes Verhalten selbstverständlich an ihre Nachkommen weiter. Das ist völlig normal. Viele Hunde, die über Generationen auf der Straße leben, werden zu Parierhunden, zu halbwilden Hunden. Die entwickeln sich charakterlich oftmals in ihren Urahn, in den Wolf zurück. Nicht eins zu eins, ist ganz klar. Das ist auch nicht möglich bei Hunden, die in urbanen Gebiet leben. Aber sie kommen sehr nahe an ihren Urahn, den Wolf, heran. So ist das auch bei, ja, möchte ich behaupten, bei meinem Hund, der sehr urtümlich funktioniert und oftmals völlig anders reagiert als Hunde, die seit Generationen wohlbehütet aus guten Zuchtstätten stammen. Antonetta ist hier ein gutes Beispiel, aber Monika hat das voll mit ihr im Griff und ich kann sie verstehen, wenn sie vom besten Hund der Welt spricht, denn auch mein Hund ist in vielen Dingen einzigartig und ich sehe das ähnlich. Mein Gesamtfazit zu dieser Hundin: Monika, du kannst sehr stolz sein auf dein Erreichtes, sie gefällt mir unheimlich gut. Und ich wünsche dir noch viele, viele schöne Jahre mit dieser doch schon in die Jahre gekommenen Hündin. Ja, das war mein Fazit zu Antonetta, tolle Hündin. Und jetzt meine Meinung zu Hector. Ein beeindruckender, wunderschöner Rüde, der meiner Meinung nach 80% vom deutschen Boxer mitbekommen hat. Nicht nur optisch. Ja, er hat nicht den ganzen kurzen Fang wie der deutsche Boxer. Hier hat sich schon die Mutter, die Rottweilerhündin, durchgesetzt. Aber, schauen Sie, dieses rotbraun gestromte, die generelle Kopfform, generelle Körperform erinnert sehr stark an seinen Boxervater. Er ist zwar weit größer und auch weit schwerer als der Boxer und auch weit größer als der Rottweiler und mit knapp 50 Kilo ähnlich schwer, aber generell, im ersten Augenblick erkennen Sie zuerst mal den deutschen Boxer in ihm. Charaktertechnisch möchte ich sagen, ist er eine top, top Mischung. Denn dieser Hund hat sowohl diese typischen Clown-Eigenschaften des Boxers, der nicht immer den Clown heraushängen lässt. Auch der deutsche Boxer ist sehr häufig ein exzellenter Wach- und Schutzhund und kann grimmig werden. Aber er ist, das ist nicht wegzudiskutieren, ein sehr clownmäßig daherkommender Hund. Ich weiß, dass man mit deutschen Boxern oftmals in der Familie Tränen lachen kann. Das sind unheimlich fröhliche, freundliche Hunde, die natürlich umschalten können. Aber dieses fröhliche, freundliche, Verspielte überwiegt sehr oft bei deutschen Boxern. Und das zeigt Hector in enormem Ausmaß, möchte ich behaupten. Andererseits wieder kann er sehr, sehr grimmig werden. Und beim Thema Grimmigkeit können Rottweiler Weltmeister sein. Also er ist ein exzellenter Bewacher und, also davon bin ich überzeugt und so wurde es mir auch mitgeteilt, ein exzellenter Beschützer, da geht nichts drüber. Gleichzeitig ist aber auch ein Clown, wie es der Boxer darstellt, ein Hund, der völlig verspielt, verschmust, fröhlich durch die Welt läuft. Also ich finde, charakterlich ist er eine wundervolle 1:1, also 50-50 Mischung zwischen deutscher Boxer und Rottweiler, während er optisch mehr in den deutschen Boxer hineingeht. Hector ist ein Hund, der mich von Anfang an sehr beeindruckt hat, weil er ja voll in mein Beuteschema fällt. Optisch, auch charakterlich. Ein toller, toller Hund und liebe Monika, dein Sohn kann sehr stolz auf diesen Hund sein. Die ganze Familie kann mit Stolz behaupten, einen fantastischen Hund zu haben, möchte ich
behaupten. Ja, und auch hier wünsche ich euch noch viele, viele schöne und tolle Jahre und viel Freude mit diesem beeindruckenden, fantastischen Hund. Ja. So viel zu Antonetta und Hector. Liebe Zuseher, ich möchte auch Sie herzlichst dazu einladen, mir Infomaterial Ihres Hundes zu schicken. Wenn Sie wollen, schicken Sie mir Videoclips oder Bildmaterial. Aussagekräftige Info an meine E-Mail-Adresse, die finden Sie am Ende der Kanalinfo. Wenn Sie wollen, schlagen Sie zu, ich präsentiere auch gerne Ihren Hund. Hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Würde mich natürlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Das war's schon wieder.